entwickeln wir unsere Teilschulen weiter. Also zum Beispiel der schon erwähnte Bob Goulding und Mary Goulding mit der Redecision School. Das werde ich später mal noch kurz erläutern, was da die Eigenarten waren. Also, oder ich sage es mal so, ich markiere es mit dem Begriff so verhaltenstherapeutisch, spielerisch, lernend, sehr leicht, sehr begegnungsorientiert und sehr genial in vielem. Die beiden, die hatten dann Therapieanwesen auf Mount Madonna, auch in Kalifornien. Und dann gab es die andere Seite, das war die sogenannte Reparenting School, das Jackie Schiff, eine kleine, sehr energische Frau, die eines Tages den Beschluss gefasst hat, ich muss was Geniales machen, warum nicht Schizophrene heilen? Das war die Story, die man selber erzählt hatte. Und dann hat sie einfach angefangen, eine therapeutische Community zu machen, ging davon aus, dass Schizophrene in der frühen Eltern-Kind-Beziehung gestört sind. Und zwar so, dass sie eben sich später schlecht zurechtfinden. Also inszenieren wir wieder diese frühen Situationen, Regressionsarbeit und Reparenting. Diese Menschen also geben ihnen eine Möglichkeit, eine andere Elternstruktur und von daher eben auch durch die Eltern wird ja ein Bild der Welt vertreten in vielen Dimensionen, in sich aufzunehmen und von daher eine Alternative zu den verrückt machenden frühen Beziehungen zu haben. Und die haben dann auch mit ganz vielen Varianten aus dieser Schule heraus experimentiert. Und es ist ein bisschen auch die etwas strenge Zensur vom Chef weggefallen, denn der war ja tot. Und die Transaktionsanalyse-Szene war so, dass man sich nicht gegenseitig wehgetan hat. Man sagte immer, wenn man sich traf, how nice und how interesting und ließ einander werkeln. Auf diese Weise haben sich ganz verschiedene Zweige entwickelt. Später, das blieb nicht immer so. Jackie wurde dann später ausgestoßen aus der Gemeinschaft, da komme ich dann noch drauf. Ja. Ich werde ausführlich nochmal über die ersten Aufsätze von Eric Byrne zur Transaktionsanalyse in dem Kapitel Intuition sprechen. Die Transaktionsanalyse hat sich Schritt für Schritt entwickelt aus Intuitionsstudien und die Aufsätze von 1949 bis, wann war der letzte? Bis 62, also die Kinderstube der Transaktionsanalyse, sind in diesem Buch zusammengefasst. Im Amerikanischen hat es Paul McCormick damals zusammengefasst und im Deutschen ist es erschienen Transaktionsanalyse der Intuition bei Jund vom Mann. Und da haben der Rolf Wartenberg eine ausführliche Einführung geschrieben und ich habe eine kritische Würdigung dieses ganzen Spektrums am Ende geschrieben. Das ist 1991 erschienen. Also lohnt sich in vielem immer noch zu lesen, komme ich bei Intuition nochmal drauf. Also die Transaktionsanalyse ist aus Intuitionen eines Psychiaters entstanden. Wenn ich das so ganz verkürzt sagen kann, der seinem Patienten gegenüber saß und dann das Gefühl hatte, ich sehe ein Kind agieren hinter der Fassade eines Erwachsenen. Und dann hat er eben metaphorisch gearbeitet, da ist also der Erwachsene und da ist das Kind. Und irgendwann kam noch, ich sehe Elternfiguren, die da mit dem Kind agieren als Pendant. Und manchmal geht er sogar in diese Perspektive dieser Elternfigur. Und daraus hat er dann dieses dreischichtige Modell, mit dem wir uns noch viel befassen werden, entwickelt. Es war zunächst einfach nur ein Ausdruck einer Intuition und ein Kommunikationsmittel mit seinem Patienten. Eric Byrne hat viele Jahre nicht vorgehabt, eine eigene Psychotherapieschule aufzumachen, sondern er war in Ausbildung zum Psychoanalytiker und hat in der Transaktionsanalyse lange Zeit eine pragmatische Ausformung der Psychoanalyse verstanden. Er hat auch bis zu seinem Lebensende, was viele nicht wissen, noch Psychoanalysen gemacht, klassische Psychoanalysen.
Gleichzeitig die Psychoanalyse und, glaube ich, insbesondere die amerikanische Version in dieser Zeit hatte viel von, also da gab es eine große Schicht von alles Psychoanalysieren. Und da wurde das oft auch zur Partyunterhaltung. Und man hat aneinander rumgedeutet in abstrusesten Bedeutungszuordnungen. Und das hat Eric Byrne offenbar gestört. Also ich glaube, aus dieser Neigung der Psychoanalyse sind eine ganze Reihe von Schulen entstanden. Milton Erickson hat ja auch gesagt, das ist alles Bullshit. Lass uns konkret hingucken. Und Fritz Perls hat gesagt, ich und du im Hier und Jetzt und diese ganzen draufgesetzten Konstrukte und diese ganze künstliche Abtrennung von Welt des Patienten und Neutralität des Psychotherapeuten, das ist es nicht, denn Lebendigkeit, Lernen hat immer mit Begegnung zu tun. Und also viele dieser Gegenströmungen sind auch verstehbar an, durch das Unbehagen an der Psychoanalyse und an vielen sehr krassen, oberflächlichen Varianten der Psychoanalyse. Ich will das da gar nicht alles in einen Topf werfen. Und was Eric Byrne einfach immer gesagt hat, ihn interessiert das konkrete Leben und er hat den Slogan entwickelt, we are dealing with real people in real life situations. Und wenn dann irgendjemand von IT, dem ES, der Psychoanalyse gesprochen hat, so diese dunkle Kammer der unerkannten Triebe und verdrängten Inhalte, hat er sich immer ein bisschen stur gestellt und hat gesagt, wo konkret passiert es? I never saw an IT walking. Und er hat auch einer wichtigen Zugangsweise der Psychoanalyse einen Kontrapunkt gesetzt, nämlich nicht analysieren und hoffen, es hilft zur Heilung, sondern eher gesagt, first cure, then you can analyze, if it's still interesting. Also eine klare Entscheidung, ich möchte dem anderen zu irgendeiner, einem Erfolg verhelfen und mich davor auch verantworten. Wir kommen beim Thema Vertrag und sowas, kommen wir dann noch zu dem Thema, was denn Heilung eigentlich heißen kann. Er hat das dann da gerne auch ein bisschen überspitzt und hat gesagt, deinen Patienten sollst du in der ersten Stunde heilen. Falls das nicht ganz klappt, dann in der zweiten. Aber er hat ganz klar gemacht, Psychotherapien müssen nicht lang dauern. Du musst nicht endlos irgendwas aufarbeiten, von dem du nicht genau weißt, wozu es wirklich dient, sondern überlege, wo das Problem ist und behandle dann auch wirklich. Was auch noch relativ ungewöhnlich war, ist, dass Eric Byrne eben die Gruppenarbeit so gut gefunden hat. Er hat gesagt, wenn wir uns damit beschäftigen, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, dann sehen wir das am besten, wenn wir sie live beobachten und wenn wir auch live intervenieren in die Transaktion, in die gemeinsame Wirklichkeitsgestaltung. Und von daher wurde Transaktionsanalyse normalerweise als eine Gruppenmethode propagiert. Wobei man sagen muss, es ist eigentlich keine Gruppentherapie gewesen, sondern es sind dann doch eher therapeutische Arbeiten im Medium der Gruppe gewesen. Also Eric Byrne hat einiges später über Gruppen geschrieben. Das sind Arbeiten, die ich aber nie besonders interessant fand und auch nichts, was man im Organisationsbereich wirklich übertragen kann, nach meiner Einschätzung. Trotzdem fanden wir es toll, in Gruppen uns zu bewegen, weil das war uns einfach auch eine Heimat, diese Gruppen. Und wir kommen noch auf das Thema Stroke, also Zuwendung. Man kriegte einfach unheimlich viel zum Wohlfühlen. Man wurde gestreichelt, man wurde positiv anerkannt, man wurde bewundert, man kriegte Erlaubnis. Also wenn man aus den deutschen, etwas teutonisch trockenen Sphären, aus denen ich gekommen bin, ein bisschen pietistisch angehaucht. Wenn man aus der Ecke gekommen ist, war das einfach klasse. Also wir waren ja leider nicht in Kommune 1 und
bei all dem, wo wir auch gedacht haben, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, wenn wir da ein bisschen hätten mitmischen dürfen. Aber diese Psychotherapiegruppen, die haben ein bisschen auch was davon gehabt. Und man war dann auch, auch wirklich sich sehr nah und hatte die Möglichkeit, also anderen Menschen auch wirklich sehr intim zu begegnen. Also nicht nur erotisch, sondern das auch. Also das war in der Zeit auch natürlich noch sehr im Schwange. AIDS kannte man noch nicht. Das hat uns ja dann, nicht uns, aber manche als Strafe ereilt. Dann habe ich hier aufgeschrieben, antithetische Begegnung. Das heißt, es war eine Therapieform, die durch Begegnung dem anderen versuchte, eine andere Wirklichkeitserfahrung, die er sich in sich integrieren und zu einem Programm machen könnte, zu erzeugen. Nicht indem man sich neben ihn gesetzt hat und das analysiert hat, sondern ich sage, mit mir kannst du was anderes erfahren. Ich gucke nach, welchen einschränkenden Prinzipien steuerst du dich und welche Erwartungen an dazu passende, einschränkende Verhaltensweisen liegen in diesem Bild drin und ich vertrete eine andere Wirklichkeit und begegne dir anders, das Antithetische, also nicht nur das Gegenteil, du erwartest Kritik und ich lobe dich nur, sondern du erwartest Kritik und ich gehe mit dir in einer Weise um, dass du lernst, ein anderes Verhältnis zu Kritik und Lob zu kriegen und von daher auf einen neuen Entwicklungsstand zu diesem Thema kommst. Und das tun wir aber in der direkten Begegnung. Und das verlangt natürlich, dass ich mich selbst, meine Begegnungsfähigkeit zum Instrument mache und hat von daher natürlich auch sehr viel Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und mit dem eigenen Begegnungsstil nahegelegt. Im Bereich Beziehungsgestaltung kommen wir auf den Punkt noch näher. Mal eine Zwischenfrage jetzt, ich komme jetzt so, red mich langsam warm. Wie ist es im Duktus und in der Ausführlichkeit? Könnt ihr gut folgen. Also wenn es euch zu träge, zu zäh, zu ausführlich oder sonst was wird, sagt es mir, ich bin in Grenzen steuerbar. Ja. Ja, bei mir immer so im 1,5 Stunden Rhythmus. Wie viel haben wir jetzt? Ja, halbe Stunde. Aber da müsst ihr mich dran erinnern, weil wenn ich reden darf, brauche ich keine Pause. Aber ich habe es jetzt nicht getimed, habe das ja noch nie vorgetragen, aber ich schätze, wir kommen mit einer halben Stunde mit der Einführung mal durch. Ja, für diejenigen, die vielleicht damit noch nicht so vertraut sind, will ich einfach die klassischen Bereiche der TA nochmal benennen. Das sind also die Ich-Zustände, kommen wir sehr ausführlich dazu. Also wenn man so will, eine Persönlichkeitstheorie, wobei die Persönlichkeit eben ein Teilpersönlichkeitsmodell ist. Und dann die Transaktionen, also wie gehen Menschen miteinander um, wie gestalten sie miteinander Wirklichkeit, wie senden sie sich Botschaften. Und da war eben ein Vorzug der Transaktionsanalyse, dass wir das wirklich sekundengenau, Schritt für Schritt gelernt haben zu analysieren. Das war ätzend, weil wir das jahrelang in einem Detail machen mussten, wo ich nicht immer sicher bin, ob es richtig ist. Wir machen es heute nicht in unseren Weiterbildungen nicht mehr so detailtreu, aber eine Disziplinierungsschule ist das schon, komme ich später nochmal drauf. Also die Transaktion, die Einzeltransaktion, was passiert da gerade? Oder die Serie von Transaktionen, wie fängt es an, wie geht es weiter, wie verwickelt sich es, wo endet es. Das sind die Spiele. Und wenn man sich fragt, hauptsächlich wie verarbeitet ein Mensch das in sich, im Unguten in der Regel, dann sind wir bei dem Thema der Rackets. Ein sehr schillernder Begriff, sehr vielfältig, müssen wir ausführlich darauf eingehen. Heute sagt man Container dazu. Aber man kann so sagen, wenn man es pathologisch betrachtet, mit anderen sich in schwierigen oder unproduktiven, unfruchtbaren Dynamiken verhakt, in einer Serie von Transaktionen endet es damit, dass man irgendwas selbst für sich mit davon trackt,
was den eigenen Gewohnheiten, die Persönlichkeit zu steuern und zu entwickeln, verwaltet. Und damit kämen wir dann gleich zu den Lebensplänen, was normalerweise ein kleiner Baustein aus dem die Verwirklichung von Lebensinszenierung über die Jahre ist. Also insofern ist die Transaktionsanalyse sozusagen die Transaktion, die kleinste Einheit eines Lebensmythos. Und hat von daher eben, das fand ich immer gut an der Transaktionsanalyse, mythologische Betrachtung, ich bin ja auch jungianisch sehr orientiert und ausgebildet, mythologische Betrachtung, die ich interessant und wichtig finde, immer wieder in die Real Life and Real People Situation zurückgebracht. Und wo, in welchen Transaktionen machst du das jetzt fest? Wie vollzieht sich das, dass da nicht diese Deutungsblasen in den Köpfen entstehen, die mit den sozialen Wirklichkeiten nur unbestimmt verbunden sind? Also mit Transaktionen umzugehen und Lebenspläne und Lebensentwürfe wirklich letztlich über Sequenzen vom Umgang mit anderen und mit sich selbst und da die einzelnen Einheiten zurückzuführen, ist so auch eine Hilfe gegen diesen Aqua-Planning-Effekt von Mythenbildung, dass man dann immer noch schöne Ideen entwickelt. Und im Systemischen ist es heute ganz geläufig, wenn jemand sagt, ich habe so mit meiner Depression zu kämpfen, dann fragen wir selbstverständlich zurück, wann findet das statt, wo findet das statt, wer ist dabei, wie lange dauert es, ist es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und so weiter. Also wir machen auch da, das ist ja in vielen Schulen und der gesunde Menschenverstand legt es einem ja auch nahe, wenn ich nicht das übersetze in etwas konkret Beobachtbares, dann habe ich ein Problem, ob wir überhaupt vom Gleichen reden. Ich habe auch ein Gewichtungsproblem. Also da, an den Punkt kommen wir nochmal zum Thema Abstraktion und Konkretisierung. Zwei wichtige Dimensionen, die Byrne betont hat in der Transaktionsanalyse. Zuwendung und Rabattmarken. Mit jedem System einen Menschen zu verstehen, ist es gut zu gucken, wie versorgt er sich mit den notwendigen Zuwendungen. Da gibt es ein ganzes Gebiet dazu. Stroke Profile, sage ich mal nur als Stichwort. Und das Thema Rabattmarken. Also wie sammle ich Rechtfertigung? Geht davon aus, dass die Menschen in der Art und Weise, wie sie Wirklichkeit inszenieren, daran interessiert sind, für ganz bestimmte Dinge, die sie so sehen und tun wollen, die ihnen wichtig sind, auch Rechtfertigung sammeln. Und das geschieht über die Rabattmarken. Also kleines Beispiel dafür, wenn ich entschieden habe, ein Mönch zu bleiben, aber gleichzeitig denke, ich sollte doch mit Frauen was anfangen, wenn ich dann ungute Beziehungsdynamiken mit Frauen anfange und von denen jedes Mal dann ordentlich eins zwischen die Rippen kriege, jeder Rippenstoß schafft mir eine Rabattmarke und wenn ich eine bestimmte Menge zusammen habe, sage ich, das sieht man mal, ich bin nicht dafür geschaffen, jetzt kann ich ins Kloster. Oder, weiß nicht, schwul werden oder egal wie dann diese Form dann gelebt werden kann. Byrne hat sich auch damit beschäftigt, und darauf komme ich auch noch etwas differenzierter, mit der Frage der Zeitstrukturierung. Wie verwenden Menschen ihre Lebenszeit? Ich finde das ganz toll, weil ich persönlich finde es wirklich nicht einfach, ein Leben mit Sinn zu füllen. Und er sagt immer, viele Menschen scheitern daran. Und eigentlich haben viele Menschen aufgegeben, wirklich Sinn zu finden. Und sie warten eigentlich nur, bis nach Pessoa gesprochen die Postkutsche kommt, die Postkutsche in den Abgrund kommt, um sie abzuholen. Alle Menschen sind in einem Wartesaal und warten auf die Postkutsche in den Abgrund. Und sie unterscheiden sich nur darin, wie sie sich die Zeit vertreiben. In diesem Wartesaal. Also wir rühren da an existenzielle Fragen. Und er hat es auch wirklich zitiert, waiting for rigor mortis, also warten auf die Todesstarre. Wichtiger Bereich der TA noch, wo
wo sie sich jetzt mal so von den Hauptschlagwörtern von anderen Schulen unterschieden hat. Das war auch so ein Slogan, TA is contractual. Das heißt, die gemeinsame Arbeit, Psychotherapie, Beratung, Coaching, was immer ist, basiert auf einer Vereinbarung. Zu Verträgen kommen wir noch ausführlich. Das heißt, wir fangen nicht irgendwo an und machen irgendwas, sondern wir finden eine Vereinbarung, was wir eigentlich erreichen wollen, dass wir wissen, wohin es gehen soll und wann es auch zu Ende sein kann. Das ist eine wichtige Merkmal der Vorgehensweise. Und TA ist decisional. Ich weiß nicht, ob das von Byrne original ist. Auf jeden Fall, die Gouldings haben das sehr betont. Die sagen, jeder Mensch kann im Wesentlichen entscheiden über sein Leben. Entscheiden heißt aber jetzt nicht bloß oben im Kopf entscheiden, sondern heißt eine emotionale. Die Gehirnforscher würden heute vielleicht sagen, ins limbische System, im Vorderhin in die bedeutungsgebenden und stabilenden Bereiche hinein neue Programme entwickeln. Gehen aber eben immer davon aus, es gibt niemanden, und Jackie Schiff, die ja gerade mit Psychotikern und Schizophrenen gearbeitet hat, gesagt, und Hebefrenen, der gesagt, niemand ist an sich verloren. Also so eine Diagnose wie endogene Schizophrenie hätte es aus TA-Perspektive nicht gegeben. Er sagt, das hat jemand sehr schwer, aber auch jemand, der es sehr schwer hat, kann sein Leben in die Hand nehmen. Und wenn man ihn angemessen unterstützt, wesentliche Dinge für sich gestalten. Und wir haben es ja heute im systemischen Sprechen von Ressourcen und Lösungsorientierung und also der Glaube, dass Menschen verantwortlich sein können, wenn die Bedingungen gut genug sind, dass sie verantwortlich sein wollen, und dass sie ihr Leben in die Hand nehmen können und wollen, ist eine ganz wichtige philosophische Komponente in der Transaktionsanalyse. Ja, warum braucht es eigentlich eine systemische Transaktionsanalyse? In den ersten Jahren, wenn ich von systemischer Transaktionsanalyse gesprochen habe, gab es die einen, die gesagt haben, brauchen wir das, wir können da eigentlich prima arbeiten. Und die anderen haben gesagt, ja, ich beschäftige mich auch mit Familientherapie. Und damals, das war die Zeit, in der tatsächlich auch Familientherapie sozusagen die erste Welle des Systemischen war, so angefangen mit Horst Eberhard Richter, und Ronnie Lang in London, hat man eben seelische Krankheiten im Zusammenspiel von Familien betrachtet. Und systemisch wurde dann einfach übersetzt mit das System, Menschen in Interaktion. Das Systemische ist ja, da ist ja noch sehr viel mehr dazugekommen, da kam ja die Niklas Luhmann mit der Erkenntnissoziologie, da kam Varela und Maturana mit der Erkenntnisbiologie, da kam Heinz von Förster, dann kam auf der naturwissenschaftlichen Seite auch der Prigozhin mit seinen dissipativen Strukturen und so. Also ganz viele Bereiche des Systemischen, die nicht gesagt haben, wir bauen jetzt einfach nur einen Behandlungszweig an, wo wir jetzt mehr Personenkonstellationen neben den Gruppen auch noch berücksichtigen, sondern wir gucken aus neuen Perspektiven auf das Vorhandene. Und eine der neuen Perspektiven ist eben die wirklichkeitskonstruktive Perspektive. Also ich gucke, wie erzeugen wir zusammen Wirklichkeit und wie könnte das auch anders sein. Wir müssen nicht unbedingt was anderes dann tun, sondern wir gucken von außen auf dieses Tun. Und das hat eine der wichtigen Folgen ist, auch wenn wir in einer Situation hohe Plausibilität erzeugen können, heißt das nicht, dass das jetzt die Wahrheit ist. Der hat jetzt die und die Krankheit und ich habe die und die Intervention, mit der Intervention den und den Komplex aufgelöst, sondern mir ist klar, diejenige kommt mit einem pathologischen Selbstverständnis, ich habe die Sprache für dieses pathologische Selbstverständnis und was wir dann machen und wenn es gut geht, kommen wir zusammen damit aus diesem pathologischen Flair heraus. Aber es könnte auch ganz anders laufen. Derselbe Mensch könnte frühzeitig darauf programmiert werden auf ein schöpferisches Dasein und ich könnte ihm dabei helfen, das schöpferische Dasein zu entwickeln. Und dann könnte es sein, dass viele der Neurosen, mit denen er seine Zeit verbringt, für ihn ganz uninteressant werden. Und mit der Zeit einfach wie alte Schalen von ihm abfallen. Und dass man das denken kann
und nicht das eine als selbstverständliche Wirklichkeit betrachtet. Das ist, bringt uns zum Beispiel die wirklichkeitskonstruktive Perspektive in die Transaktionsanalyse. Ist, glaube ich, verständlich, dass das mehr ist als Ausbau in Familien-Mehrpersonen-Konstellationen der bisherigen Denke. Ich persönlich habe mich auch immer dafür eingesetzt, die nicht persönlichen Perspektiven von Wirklichkeit mit einzubeziehen. Also wir werden es beim Rollenmodell der Persönlichkeit zum Beispiel haben, inwiefern durch mich Organisationskulturgewohnheiten, Zuständigkeiten im Raum sind, die natürlich Beziehungsgestaltung und auch seelische Folgen gestalten, was in der klassischen Transaktionsanalyse überhaupt nicht vorgesehen war. Da hat man immer nur den Menschen in seinem privatgeschichtlichen Hintergrund gesehen. Und zum Beispiel bei den Symbiosen beschäftige ich mich auch, oder bei den Spielen, nicht nur die Frage, inwiefern hat das Auswirkungen auf dich und mich, sondern ich kann mich auch fragen, wenn wir das zusammen inszenieren, auf wen hat das noch Auswirkungen? Zum Beispiel in der Organisation. Es werden damit Strukturen, Zuständigkeiten, Selbstverständnisse geschaffen, die hundertfach multiplikativ Menschen in bestimmte Lagen bringen. Das Problem unserer Interaktion ist nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Das Problem ist, dass wir eine Wirklichkeit erzeugen, die für viele andere Menschen einen schwierigen Rahmen gestaltet. Und solche Denkweisen gibt verständlicherweise, das werde ich später erläutern, die Transaktionsanalyse klassischerweise natürlich nicht her. Dann andere Bereiche, in die ich fahre, dass man die Transaktionsanalyse unbedingt entwickeln sollte, die, ohne dass das groß Gegenstand der eigenen Programmatik war, hat die Transaktionsanalyse eine Professions- und Ausbildungskultur entwickelt, die ich einfach prima fand. Also dazu gehört zum Beispiel immer wieder der Bezug zur Realität, real people, real life situation, den anderen ernst nehmen. Also die ganze Reihe von den Prämissen, die ich schon genannt habe. Dazu gehört aber auch das sehr persönliche Ausbildungsverhältnis. Also anders als in der Psychoanalyse, wo man leer analysiert wird, hat man in der Transaktionsanalyse auf Augenhöhe ist man Mitmensch gewesen und man hat miteinander gearbeitet. Es war auch einfach ein anderes Verhältnis. Es gab sorgfältige Betreuungsverhältnisse. Es gab nach und nach den Aufbau einer Verbandskultur, die viele gute Züge hatte. Und ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass die Kultur der professionellen Gemeinschaft, in der man aufwächst und in die man sich einbindet, ganz entscheidend ist für die Professionskultur und für die Persönlichkeitsentwicklung. Und da hat die TA viele gute Merkmale entwickelt. Ihr findet also in den Büchern, speziell im Band 1, den ihr, wenn ihr noch nicht habt, dann kriegt das zum Beispiel, findet ihr Ausführungen über die Tradition der Selbsterfahrung, wie Selbsterfahrung in die Weiterbildung eingebettet wird, oder die Tradition der Prüfungskultur, also dass man zum Beispiel seinen Sponsor, wenn man mit dem nicht zufrieden war, konnte man, erstens hat man immer noch weitere gehabt zum Cross-Check und außerdem hat man die Möglichkeit gehabt, bei der Gesellschaft zu beantragen, den Sponsor zu wechseln und auch das wurde gemanagt und zwar okay. Also da ist nicht der Kandidat geschlachtet worden, weil er aufgemuckt hat, sondern das waren immer faire Methoden. Das ist nicht immer ganz ohne Blessuren abgegangen, aber solche Elemente in der Verbandskultur hat es bei uns immer gegeben. Wir haben immer auf Konfrontation, auf persönliche Konfrontation gesetzt, anstatt auf formale Regulierung und Kontrollorgane. Und so gibt es eine ganze Reihe von Elementen, die Eingang gefunden haben in der Professionskultur des ISB, wie wir sie heute leben, und die über unsere Beiträge und die viele andere auch zum Beispiel im DBVC in der Verbandskultur Eingang gefunden haben. Und meine Erfahrung ist, wenn die Verbände nicht nach diesem Kulturprinzip von vornherein kristallisieren, sondern wild wuchern, kriegt man nachher nie mehr Ordnung rein. Also ich finde es sehr schwierig, etwas, was auf diese Weise nicht gleich nach dem richtigen Strickmuster aufgebaut ist, je wieder zu reformieren. Also wer mit traditionellen Organisationen arbeitet, weiß, wovon ich spreche. Ich frage mich manchmal wirklich, was man überhaupt machen kann. Ob nicht, weil manchmal wirklich
wie sagt man heute, was für eine Verschrottungsprämie kriegen wir heute? Das ist nicht manchmal, wenn die einfacher wäre. Nicht von den Menschen darin, aber von den Strukturen und Kulturen. Komme ich noch dazu, auch unter dem Thema Cultural Script, also Kulturskript. Ja, was ist denn meine Botschaft? Ich glaube, man wird sie sowieso überall hindurch hören. Ich weiß nicht, ob das nachher TA heißen muss. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin da leidenschaftslos geworden. Aber was ich finde, ist, dass viele gute Weiterentwicklungen, die gemacht worden sind von Professionellen, die sich mit TA beschäftigen, sind nicht in eine Programmatik übergegangen. Also wenn heute einer sagen will, ich TAler, mal da wieder drei Ich-Zustände hin. Auch wenn er mit dem Modell gar nicht mehr arbeitet. Und wenn er damit erstmal anfängt und denkt nicht richtig über sich nach, dann muss er, egal was er macht, über die drei Ich-Zustände auf Kindheitserlebnisse und auf Elternfiguren irgendwie beziehen. Obwohl für sehr viele Fragestellungen das überhaupt nichts hergibt. Und jetzt habe ich so viele TAler erlebt, die, weil sie den Verband gut finden und das ihre Identität war, ständig damit jongliert haben, dass sie die alten programmatischen Figuren beschwören müssen, weil das als identitätsausweisende Merkmale galt, obwohl die eigentlich gar nicht richtig repräsentiert haben, welche Erweiterungen möglich waren. Und es ist nie gelungen, die TA wirklich in einen neuen programmatischen Rahmen, der weiter vielfältiger ist, in dem das Alte eine Spezialität sein kann. Also ich bin da auch immer missverstanden worden. Man hat mir immer unterstellt, ich wolle das Alte alles abschaffen und das Klinische und so. Ich war natürlich ein bisschen rebellisch, die Dominanz des Klinischen hat viele auch belastet, weil die dort auch das Sagen hatten und wenn man nicht in deren Sprache erklären konnte, war man auch nicht mit vorne dran. Aber es geht mir nicht darum, das abzuschaffen. Die klinische Arbeit, die psychotherapeutische Arbeit finde ich nach wie vor ganz wichtig, aber es ist ein Puzzle in einem größeren Spiel. Und ich fände es toll, wenn die programmatische Erneuerung der Transaktionsanalyse gelingen würde, ohne dass wir wieder in ein neues Dogma gehen. Also Byrne hat da manchmal zum Dogmatischen geneigt und hat dann, er war, glaube ich, auch ein bisschen vergesslich. Er hat so ein bisschen was Hellingeres, glaube ich, an der Ecke gehabt, dass er aus dem Moment heraus ein Dogma formuliert hat. Zwei Wochen später aber dann ein anderes, das da halt plausibel war und nicht ganz genau darüber nachgedacht hat, ob damit eigentlich eine zueinander gefügte Architektur entstehen kann. Ich werde das vielleicht beim Beispiel der verschiedenen Definitionen von Spiele und wie die sich aufeinander aufgebaut haben, dann nochmal erklären. Also ich bin nicht für ein Lehrgebäude, sondern eine programmatische Erneuerung, das heißt einen größeren Rahmen machen, der sehr flexibel ist und der trotzdem ein paar Merkmale hat, die sehr klar sind, wie zum Beispiel die Dinge anhand von Transaktionen belegen und nicht anhand von Fantasiegebilden und sprachlichen Austausch. Also da kann man durchaus ein Gerüst bauen. Es ist allerdings, und vielleicht werdet ihr ein bisschen dieser Tage auch noch darunter leiden, je universeller es ist, desto abstrakter ist es. Also weil die Konkretisierungen nicht zur Regel erhoben werden. Die bleiben dann in einer Weise immer offen. Ja, ich habe das lange erlebt und davon gibt es immer noch sehr viel, eine gewisse Verkirchlichung. Das heißt, aus vielen Pionierideen der Gründer wurden mit der Zeit Lehrsätze und Vorstellungen, wie man was machen muss, die dann an die nächsten Generationen weitergegeben wurden und die mussten sich halt da irgendwie einfinden. Dieser Tage werde ich auch einfach nochmal versuchen, deutlich zu machen, wie die Transaktionsanalyse entstanden ist, um auf diese Weise auch die Freiheit zurückzugeben, back to the garage, wie man im Wirtschaftsleben dann öfter mal sagt, oder in TA würde man sagen, back to the Tuesday Seminar. Eric Byrne hat nämlich lange Zeit ein kreatives Seminar Dienstag Nachmittag in San Francisco gehalten, wo dann ganz viel neu entwickelt wurde. Ja, von daher ist auch alles, was ich sage, sind Beispiele, wie man Dinge fassen könnte. Das gilt für Inhalte, das gilt für Methoden, das gibt
gilt für Rollen und berufliche Szenarien. Und dadurch, dass wir uns mit den Beispielen beschäftigen, kriegen wir mit der Zeit einen Sinn für die Prinzipien. Ich verwende da gern die Kochmetapher. Das ist so, wie wenn ich kochen lerne. Ne? Am Anfang verwende ich so ein bisschen was Vorgefertigtes. Ich arbeite auch damit. Und jetzt schmeckt es noch ein bisschen arg. Wie soll ich sagen, noch arg grob, es müsste noch verfeinert werden. Und dann lese ich im Kochbuch, man nehme ein bisschen Sahne, man nehme ein bisschen Zitrone. Und dann tue ich das da rein und tatsächlich schmeckt jetzt feiner, differenzierter. Es wäre natürlich blöd, wenn ich sagen würde, ab jetzt jeder, der feine Küche machen will, Sahne und Zitrone. Sondern das ist nur ein Beispiel dafür, wie man das machen könnte. Und es kann auch ein bisschen Marmelade sein und es kann auch Soja sein. Also man versteht mit der Zeit das Prinzip und dadurch entwickelt man eine gewisse Metaprofessionalität. Man hat die Prinzipien verstanden, um die es geht. Und dann kann man gucken, mit was für Materialien man situativ nach diesen Prinzipien hohe Qualität erzeugen kann. Und das ist mein Anliegen. Das heißt, ruhig mit Kochbuch kochen, eine Zeit lang, gerne variieren, ausprobieren, was das bringt, um mit der Zeit die Prinzipien hinter den Empfehlungen zu verstehen. Und jeder erfahrene Koch kocht dann irgendwann ohne Kochbuch. Trotzdem ist es sinnvoll, dass es Kochbücher gibt, damit die, die nicht gleich bei einem Erfahrenen in die Lehre gehen können, ein Geländer haben, mit dem sie selbst das für sich erforschen können. Ja, das ergibt sich eigentlich daraus, wenn ich das mache, lerne ich im Laufe der Zeit wirklich diese immer neue Lebendigkeit in der Entwicklung zu realisieren. Also nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer immer wieder neu entzünden. Sonst könnten wir das Ganze vergessen, weil jeder Entwurf wird nach ein paar Jahren anachronistisch, passt dann nicht mehr. Ja, deswegen habe ich die Überschrift, das habe ich auch dieser Tage gehört, ein schönes Zitat von Nietzsche, in Ketten tanzen. Also es geht nicht um die absolute Freiheit, es geht schon darum, wir brauchen einen gewissen Rahmen, wir brauchen einen gewissen gedanklichen Rahmen, wir brauchen einen gewissen Verbandsrahmen, institutionellen Rahmen, wir brauchen eine gewisse Marktordnung, wir brauchen eine relativ stabile Bindung an Menschen, die für das stehen, was im Moment für uns Kultur heißt. Also nicht frei von, sondern voll eingebunden in möglichst lebensförderliche Umgebung. Das kann man schon auch mal als Ketten erleben. Und die Empfehlung von Nietzsche ist dann nicht Ketten springen, sondern lernen in Ketten zu tanzen. Ich bin da noch nicht, aber ich habe ja noch ein paar Jahre. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo bin ich denn eigentlich? Ich mache das jetzt kurz, wir werden darauf noch kommen mit den vier Hauptperspektiven. Der Versuch sozusagen ein Stück abstrakter dran zu gehen, heißt, wir gucken jetzt auf ein und dasselbe Phänomen aus verschiedenen Perspektiven. Also wir gucken nicht auf die Persönlichkeit und was macht die Persönlichkeit mit anderen, sondern wir gucken auf eine Kommunikationssituation und fragen, wie ist das Ausdruck von Persönlichkeit? Aber ich kann die gleiche Situation danach befragen. Und wie ist das Beziehungsgestaltung?